Dann freut es mich natürlich nochmal sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich und dass ich hier sein kann Sehr gerne. für ein Interview. Und ich würde gerne damit starten, dass eben die Linke ja gerade eher weniger Prozent eben hat. Und da stellt sich für mich ein bisschen die Frage, mit welchen Themen kann die Linke jetzt punkten? Man sieht, dass eben die Grünen gerade einen Teil ihrer Wählerschaft eben verprellen, indem sie sich eben nicht vollständig hinter den Protesten in Lützerath solidarisieren. Und das könnte doch eben ein neuer Aspekt sein, den die Linke aufgreift. Oder gibt es da auch andere Themen? Ihr Thema ist ja die Rente. Ja, also das Thema Umweltschutz und Klimaschutz hat auch bei uns Linken eine hohe Priorität, aber wird in breiten Teilen der Bevölkerung als Kernthema der Grünen wahrgenommen. Und insofern bin ich einer derjenigen, die als Schwerpunkt, als Themen, die wir ins Schaufenster stellen, die wir nach vorne stellen, auf die sozialen Themen und auf das Thema Frieden setzt. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch eine gute Umwelt- und Klimaschutzpolitik machen. Wir haben auch einen ausgesprochen guten Umweltschutz- und klimapolitischen, energiepolitischen Sprecher. Das ist mein Kollege Ralf Lenkert. Der ist Techniker, der weiß, wovon er spricht. Das ist kein Öko-Ideologe, sondern einer, der weiß, was man machen kann und was nicht. Aber als Themen, die dazu dienen mögen, auch die Linke wieder breit, dass die Linke wieder breiter gewählt wird, glaube ich schon, dass es da um die Themen gehen muss, die ganz große Teile der Bevölkerung betreffen. Und das ist die Frage sozialer Gerechtigkeit, das ist die Frage sozialer Sicherung, das ist die Frage Arbeit, Einkommen, Lohn, Gehalt. Und deswegen habe ich mich ja auch unter anderem für das Thema Rentenpolitik und Alterssicherungspolitik immer eingesetzt, weil das ein Themenfeld ist, von dem 77 Millionen Menschen über kurz oder lang betroffen sind. Und wenn man weiß, dass wir nur 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland haben, dann ist das schon ein Themenfeld, was ausgesprochen wichtig ist. Denn die Alten haben ein Leben in Würde verdient, auch nach ihrem 65. Geburtstag oder leider ja heute ihren 66. oder 67. Und jüngere Menschen wie Sie haben zwar noch ihr ganzes Berufsleben vor sich, aber wenn das vorbei ist, und da sage ich Ihnen, das geht schneller als man in Ihrem Alter heute glaubt, dann wollen Sie auch eine anständige Rente haben. Und vor allen Dingen wollen Sie, dass Ihre Eltern nach einem harten Berufsleben oder Ihre Großeltern auch ihren Lebensunterhalt durch die Renten erhalten, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen. Und deswegen ist das für mich ein ganz zentrales Thema. Und das ist ja eben dieser gesamte soziale Gerechtigkeitsaspekt, den Ihre Partei ja schon versucht eben einzunehmen und auch die Wählerschicht damit zu überzeugen. Was eben mir aufgefallen ist, dass die AfD ja mittlerweile schon eine faschistoide Partei ist mit ganz klar rechtsextremen Aspekten. Aber bevor sie das war, bevor sie diese zwei Rechtsruck hat, war sie ganz klar eine Kapitalistenpartei, eine Partei der Unternehmer. Und trotzdem, obwohl sie überhaupt nicht ihre Forderungen so unbedingt für die Arbeiter eben ausrichtet, ist es ganz oft so, gerade in Ostdeutschland, dass von den Arbeitern viele die AfD wählen, anstatt die Linke. Ist das ein fundamentaler Gegensatz, weil man ja eben erwarten müsste, ja, die Linke sind eine Linke Partei, die AfD eine Rechte, also kann doch eigentlich das Wählerpotenzial der Linken nicht einfach die AfD wählen? Oder wie lässt sich das anders als Na, es erklären? gibt in Deutschland immer Menschen, die mit den gegebenen demokratischen Verhältnissen nicht zufrieden sind und die dann jeweils neue Parteien wählen. Und als die Grünen mal neu waren, da war ich sehr jung, das war 1979, 80 in der Folge, da gab es auch zahlreiche Protestwähler und Protestwählerinnen, die dann die Grünen gewählt haben. Und da waren die Grünen auch noch sehr, sehr unterschiedlich. Es gab ja auch einen starken rechten Flügel in den Grünen. Mir fällt der Name Baldur Springmann beispielsweise ein, und dann gab es auch starke Konservative, Herr Gruhl und andere. Da gab es bis hin zu ökofaschistischen Tendenzen auch bei den Grünen sehr rechte. Das wissen heute viele junge Leute nicht mehr, weil das so lange her ist. Und es gab eben vor allen Dingen auch Menschen, die mit dem Zustand, es gibt im Bundestag CDU, SPD und FDP, nicht zufrieden waren. Und als die PDS in den Bundestag kam, da waren wir zunächst auch die demokratische Adresse für friedlichen Protest.
Es ist so, dass es beispielsweise ganz konkret auch Dr. Gregor Gysi, unserem ehemaligen Fraktionschef, zu verdanken ist, dass er viele Menschen aus der DDR mitgenommen hat, die damals auch zu dem Staat DDR ein intensives Verhältnis hatten, ohne dass es eben zu Aufruhr gekommen ist. Und die BDS auch, nicht nur, aber auch die Aufgabe hatte, diese Eliten aus der DDR in das demokratische Deutschland zu überführen. Und die AfD ist ja entstanden als Professorenpartei, wie das immer so schön hieß, die marktradikale Themen vertreten hat. Das ist ja heute nicht mehr so, weil dieses Personal durch den zweifachen Rechtsruck, den Sie ja erwähnt hatten, auch die AfD verlassen hat entsprechend. Es sind aber immer noch Leute da, die sagen, also die 7 im Bundestag vertretenen Parteien in 6 Fraktionen, davon wollen wir bis auf eine nicht und wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es so nicht geht. Viele von denen, und das halte ich für komplett falsch und kritisiere ich sehr hart, wählen dann eine Partei, die nicht durchgängig und ausschließlich, aber die über viele Rechtsextremisten, Rechtsradikale und auch Faschistinnen und Faschisten in ihren Reihen verfügt. Herrn Höcke darf man ja nach einem Gerichtsurteil auch öffentlich so nennen. Es trifft allerdings auch nicht für alle zu. Auch da bin ich für eine große Differenzierung. Und es ist nicht sinnvoll und nicht gut, wenn Menschen, die ihren Protest ausdrücken wollen, dann Parteien wählen, in denen es immer mehr Rechtsruck gibt und in der man immer mehr Nazis findet. Aber das ist der Grund. Und das bedeutet auch, dass Menschen, die Protest wählen, häufig gar nicht so genau hingucken, ob es in ihrem Interesse ist oder nicht, sondern sie wollen zunächst das andere. Das heißt aber auch, dass solche Wählerinnen und Wähler selten auf Dauer über Inhalte gebunden werden können. Und das bedeutet, dass neue Parteien, wie damals die Grünen, später die PDS, heute die Linke und jetzt in jüngster Zeit die AfD, dann auch sehen müssen, wie sie ein solches Potenzial binden. Und das gelingt oft nicht. Und deswegen hat es vielfach auch kompletten Mitglieds- und Wähleraustausch bei verschiedenen Parteien gegeben. Und ich sage, wir müssen eine solide Arbeit machen. Wir müssen nicht nur krakeelen und am Spielfeldrand brüllen, sondern wir müssen auch alternative Konzepte vorlegen, die auch in die Tat umgesetzt werden könnten, wenn es denn demokratische Mehrheiten dafür gäbe. Das ist das Bohren dicker Bretter im Sinne des Politologen und Soziologen Max Weber. Dauert auch länger, ist auch nicht so schnell von Erfolg gekrönt, ist aber notwendig. Und das Umsetzen eben solcher politischen Alternativen erfordert ja dann eigentlich auch eine Regierungsbeteiligung. Aus der Opposition ist es ja relativ schwierig, aber die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ist ja gerade ziemlich weit weg, aber auf Berlin, auf der Landesebene, sind die Linken ja eben noch in der Regierung. Und da würde ich gerne eben ein Zitat vorlesen von ein paar Tagen aus dem Neuen Deutschland. Denn die Berliner Linken ist sehr bemüht, eben die zerwirbelnden parteiinternen Strukturen eben so gut es geht aus ihrem Wahlkampf herauszuhalten und den Bürgern der Hauptstadt zu signalisieren, dass am 12. Februar ein Landesparlament gewählt wird und nicht etwa über die Außenpolitik der BRD und die Haltung der Linken dazu abgestimmt wird. Und ist das dann auch ein Problem, wenn man versucht, politische Alternativen eben für ein ganz bestimmtes Wählerpotenzial eben zu finden, aber gar nicht wirklich einheitlich in der Öffentlichkeit auftritt? Ach, Unterschiede gibt es auch in Landesverbänden bei den Volksparteien. Und ich kann Ihnen auch aus langen Jahren Erfahrung berichten, dass Grüne in Hessen schon und in Baden-Württemberg schon völlig anders drauf sind als die GAL in Hamburg oder hier in Berlin in früheren Zeiten. Da gibt es schon entsprechende Unterschiede. Wir regieren ja auch nicht nur in Berlin mit. Wir haben ein Bundesland in Thüringen, was von einem Linken, unserem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, geführt wird. Wir regieren auch mit in Bremen. Und insofern haben wir natürlich schon, wenn man bedenkt, dass wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, einem ostdeutschen Flächenland, eine rot-rote Regierung haben, 4 Länder mit einer Regierungsbeteiligung der Linken, die auch unterschiedlich sind, die aber auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
Und das ist schon richtig. Aber ich will noch mal hinzufügen, weil Sie das eben so an die Seite geschoben haben mit der Opposition und den Veränderungen. Also Veränderung beginnt mit Opposition. Und ich war einer derjenigen, der 1995 beginnend sich für einen gesetzlichen Mindestlohn eingesetzt hat. Da kam dann damals noch ein Kollege dazu. Wir waren da noch Mitarbeiter, keine Abgeordneten. Und in der eigenen Partei war es so, dass sie keinen gesetzlichen Mindestlohn wollte. Das mussten wir erst durchsetzen. Und dann hat das lange Jahre gedauert. Die SPD hat immer gesagt, gesetzlicher Mindestlohn, nein, das wollen wir nicht. Dann kamen die ersten Gewerkschaften und es hat nach einem langen, langen Kampf bis 2014 dann gedauert, bis der gesetzliche Mindestlohn gesellschaftliche Realität wurde. Das weiß heute niemand mehr, dass das von der PDS im Bundestag ausging und auch nicht, dass ich daran beteiligt war, darum geht es mir auch nicht, aber es ist so. Für mich, als jemand, der jetzt schon lange Politik macht, hat sich das auch entsprechend gut angefühlt, als wir endlich einen gesetzlichen Mindestlohn hatten. Leider wurde er viel zu niedrig eingeführt, nämlich damals nur mit 8,50 Euro, als anstatt mit den damals notwendigen 10 Euro. Ich habe dann auch in meiner Partei die Forderung nach 12 Euro gesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt, 2016 auf dem Bundesparteitag in Magdeburg. Und als wir das geschafft hatten, dass wir das als Forderung aufgestellt hatten, hat Olaf Scholz, der damals noch nicht Bundeskanzler war, sondern erster regierender Bürgermeister von Hamburg war, erkannt, dass in diesem Thema Musik drin ist, hat das für sich als Hamburger Landespolitiker aufgenommen, hat in Hamburg einen Landesmindestlohn 12 Euro eingeführt und das dann in seine Partei, die SPD, überführt und auf Bundesebene und damit der Linken das Thema zwar weggenommen, aber ich bin sehr froh, dass über 6 Millionen Menschen jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro hatten. Und zu Zeiten, als die SPD lange schon regierte, gab es in Thüringen, in Brandenburg Tarifverträge für Friseurinnen und Friseure mit 3,18 Euro und 3,84 Euro. Und da einen Beitrag zu geleistet zu haben, das ist schon was wert und das hat die Linke geschafft aus der Opposition heraus. Und so kann ich Ihnen noch andere Punkte nennen. Ich will nur noch einen benennen, dass das Rentenniveau jetzt im März vermutlich bei 48% stabilisiert werden soll. Das ist mir zwar viel zu wenig, aber wenn man bedenkt, dass wir jahrelange Abwehrkämpfe geführt haben, dass das Rentenniveau nicht noch weiter abgesenkt wird, denn es lag ja mal bei lebensstandardsichernden 53%, dann ist das sicherlich auch ein Erfolg. Denn wir Linken haben als erste im Bundestag vertretene Partei gefordert, das Rentenniveau wieder auf 53% anzuheben. Und mittlerweile fordert das die größte Gewerkschaft in Deutschland, die IG Metall, die zweitgrößte Gewerkschaft in Deutschland, die Gewerkschaft Verdi, der größte Sozialverband, VdK, der hat auch 2,3 Millionen Mitglieder, noch mehr als die IG Metall, der Sozialverband Deutschland, der Paritätische Wohlfahrtsverband und auch die Volkssolidarität, also alle wesentlichen Sozialverbände und die größten Gewerkschaften. Und ich glaube, diese Kombination ist es, die dafür sorgt, dass es im Moment keine Chance gibt, das Rentenniveau weiter abzusenken. Also was ich damit sagen will, in der Opposition ist es härter und schwieriger, aber das ein oder andere kann man auch aus der Opposition herausbewirken.